Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wir haben heute mal wieder einen neuen Tabak für euch auf meinem Kanal und heute geht es um unseren ersten Dark Blend, den wir uns zusammen angucken. Genauer gesagt geht es um Kismet Noir, die Honey Blend Variante und zwar um den Black Cassis. Black Cassis, wie man denke schon aus dem Namen erkennt, ist eine schwarze Johannisbeere. Das Ganze, oder das Besondere an Kismet ist erstmal, ihr bekommt das hier in so einer großen Pappverpackung geliefert. Die ist eigentlich auch ganz schön, muss ich sagen. Hier vorne habt ihr halt das Kismet und das Logo. Hier oben steht nur noch mal Kismet Noir drauf. Und hier unten steht dann die Sorte. Das Ganze kostet euch für 200 Gramm 19,75 Euro. Etwas teurerer Tabak, aber ist eigentlich klar. Ihr bezahlt für schwarzen Tabak immer ein bisschen mehr. Ich lese euch mal kurz vor, weil ihr habt hier nochmal eine Beschreibung mit auf der Packung abgedruckt. Kismet ist ein dunkler Tabak, bestehend aus vier verschiedenen Grundtabaksorten. Einmal Burley, Virginia, Dark Air Curd und Orient Tobacco. Das Ganze wird mit Honig verfeinert, also ihr habt nicht nur Molasse drin, sondern auch Honig. Eine lange Reifezeit liefert die Grundlage für ein perfektes Zusammenspiel mit den hochwertigsten Aromen aus dem Hause Vandenberg. Damit wissen wir, ja, es ist ein Vandenberg-Tabak, es ist wieder Qualität pur, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ich kenne es so nicht, dass es einen Tabak gibt, der aus verschiedenen Grundtabaksorten gemischt ist. Ich meine, klar, Hukain hat da zum Beispiel Virginia mit Burley gemischt, wobei 5% Burley ist. Ansonsten schwarzer Tabak, den ihr so kennt wie Must-Have oder Adalia Black oder so, das ist ja eigentlich reiner Burley-Tabak, also komplett schwarzer Tabak. Hier habt ihr halt diese vier Grundtabaksorten, die ja gemischt sind. Wenn ihr das dann aus der Dose rausgenommen habt, kriegt ihr hier so eine schwarze Plastikdose. Finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Die Dose sieht sehr schön aus, relativ schlicht. Hier oben ist nochmal ein Aufkleber drauf. Da steht nochmal halt Kismet und die Sorte, also Black Cassis in dem Fall. Wir machen die Dose mal auf. Die geht wunderbar leicht. Zack. Ich lege das mal hier runter. Und dann schauen wir uns mal den Schnitt an. Ich stehe dazu mal auf, weil wenn ich das kippe, fällt der Tabak raus. Das ist ein relativ feiner Schnitt. Ihr habt hier ein paar grobe Ästchen mit drin. Hier mal, ja, so kleine Ästchen, ein paar grobe Stückchen. Aber eigentlich ist das ein super Schnitt. Kann ich auf jeden Fall nicht meckern. Wir riechen mal dran. Der ganze Tabak hat im Geschmacklichen sowie im Geruchlichen, was man aber jetzt auf jeden Fall rausriecht, ist diese würzige, erdige Grundnote. Dadurch, dass ihr diesen Dark Air Curd und diesen Orient Tobacco mit drin habt, habt ihr halt einfach so eine etwas würzigere Note. Ihr dürft jetzt hier nicht erwarten, dass ihr da eine total süße, schwarze Johannisbeere bekommt. Bei Kismet ist es grundsätzlich so, ich sag's mal so, Kismet ist nicht für jeden was. Es ist eher ein Genießer-Tabak. Und ihr habt halt eine würzige, rauchige, ich vergleiche es manchmal mit so einer leichten Zigarrennote. Ja? Also er ist jetzt nicht was für jeden Tag, ich würde ihn auch nicht jeden Tag rauchen. Aber dazu kommen wir dann beim Fazit und nach dem Rauchen nochmal. Ich blende euch jetzt mal hier den Kopfbau schnell ein. Im Werkbund Zeus mit dem Lotus 1 3 Kohlen drauf. Das Ganze habe ich gebaut auf gutem Noppenkontakt. Weil man muss dazu sagen, Kismet ist jetzt nicht unbedingt der stärkste schwarze Tabak. Es gibt da wesentlich stärkere Tabake. Kismet ist so im unteren Drittel von der Stärke angesiedelt. Also der ist sehr verträglich. Willkommen zurück. Kopfbau habt ihr gesehen, ich habe das Ganze locker fluffig gebaut, auf guten Noppenkontakt. Passt auf jeden Fall beim Bauen auf. Durch diesen Honig und diese verschiedenen Tabaksorten
wenn der Tabak Hitze bekommt, fängt er nochmal an, nach oben zu drücken. Also der geht quasi nochmal auf, ja. Wenn er ein bisschen Hitze kriegt, drückt er einfach nochmal nach oben. Und wenn er da ein bisschen zu hoch baut, ist euer Durchzug komplett RIP, weil es teilweise auch sogar die Smokebox anheben kann. Von daher passt da auf jeden Fall beim Bauen auf. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug gequatscht und ich würde sagen, wir nehmen hier erstmal den ersten Zug vom Kismet Noir Black Cassis. Also rauchtechnisch kann sich das Ganze, denke ich mal, sehen lassen. Es ist jetzt keine Mega-Rauchbombe, aber es ist jetzt auch kein, ja, Kiosk-Pfeifenrauch. Es ist ein guter Rauch. Ja, ich schmecke jetzt direkt diese erdige, würzige Grundnote. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall nichts für jedermann. Man muss drauf stehen. Es ist so eine Mischung. Ja, wie soll ich das beschreiben? Es schmeckt ein bisschen wie Kräuter, würde ich fast schon sagen. So eine waldig-erdige Note. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine, auf jeden Fall. Und ihr seht schon, dadurch, wie ich ziehen kann, ohne zu husten oder ohne mich zu räuspern, dass er wirklich ganz smooth zu rauchen geht. Ja? Wenn ihr schon mal Dark Blend probiert habt und euch das Ganze zu stark war, ich muss da auch zugeben, ich bin da eine kleine Pussy. Mir ist schwarzer Tabak auch schnell zu stark. Aber bei dem hier geht das wirklich locker, fluffig runter. Ihr könnt den ganz normal wie jeden Virginia bauen. Der würde sogar Merlochkopf klar gehen. Also ja, es ist zwar schwarzer Tabak, aber er ist nicht gar so stark. Vom Geschmacklichen. Ihr habt auf jeden Fall vordergründig eine sehr, sehr schöne, sehr authentische schwarze Johannisbeernote, die, wie ich finde, super gut getroffen ist. Sehr, sehr lecker. Ich kenne keinen Tabak, der das so hinbekommt. Die ist wirklich authentisch. Und dann habt ihr im Abgang diese sehr würzige, sehr erdische Note. Steht, wie gesagt, ich muss es jetzt nochmal betonen, es steht nicht jeder drauf. Und täglich würde ich ihn mir jetzt auch nicht geben, weil er mir dafür einfach schon wieder zu speziell ist. Es ist ein spezieller Tabak, nicht für die Masse gemacht. Ich vergleiche den, oder den kann man vergleichen mit einem guten Glas Rotwein zum Essen. Ich meine, das trinkt man jetzt auch nicht jeden Tag, oder einer guten Zigarre, die man mal raucht. So, gerade nach dem Essen oder so, wenn ihr euch richtig voll gefressen habt, der Tabak absolut genial. Absolut genial. Es ist was zum Genießen und nicht zum Wegpelzen. Ihr müsst den auch mehrfach rauchen und euch schön durchprobieren durch alle möglichen Bauarten, dass ihr die einzelnen Nuancen richtig schön rauskriegt, weil ihr könnt mit dem Kismet richtig schön spielen. Mal habt ihr mehr würzige Note, mal mehr fruchtige Note. Zum Mischen ist er auch super geeignet. Und ja, für mich einfach ein super klasse Tabak. Also ja, wenn ihr auf so eine erdische Note steht, dann ist ja auf jeden Fall was. Und ansonsten probiert ihn einfach mal aus. Ich konnte es mir am Anfang auch nicht vorstellen, aber mittlerweile möchte ich ihn nicht mehr missen. Er ist echt super. Und Hitzeverträglichkeit, ja, also ihr könnt den wirklich voll vor den Kopf kloppen. Ihr könnt da drei Kohlen reinballern, das juckt den Tabak nicht. Also hitzeverträglich ist er auf jeden Fall. Von mir also auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Super klasse Tabak, nichts für jeden Tag, auch nicht unbedingt was für jedermann, aber zum Malrauchen und zum Genießen perfekt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und dann würde ich sagen, wir labern nicht mehr weiter lange drum rum. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei Maishish.